verlieren Bravo. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Live-Commentary, was ich heute vorbereitet habe auf der Map Cargo. Ja, mit dabei die MTAR und meine SMAW, zweimal Blendgranate und einmal die Splittergranate für die ganz harten Jungs da draußen. Und ja, legen wir erstmal los und töten ein paar Sniperschützen. Oh, da haben wir sogar ein sehr gutes, Ergebnis gerade erzielt in kurzer Zeit. Oh, das haben wir, ja, das hätten wir fast bekommen hier, die Hunter-Killer-Drohne. Wobei, ich würde eher als Dings eher die Drohne nehmen, dann den Blitzschlag und dann irgendwas anderes. Weil die Drohne hat einen sehr guten Vorteil. Wenn man die Drohne nämlich hat, hat man nämlich die kompletten Gegner auf einem Radar. Und das ist natürlich ein ja, wirklich großer Vorteil, weil ein Radar, man muss die Gegner eigentlich nur noch suchen. Zum Beispiel hier könnte man die Punkte einfach sehen, einfach hinlaufen. Ich bin jetzt hier nur zufällig lang gelaufen wegen dem. Oh, das ist jetzt ein harter Schuss. Das ist ein harter Schuss. Jetzt hätte ich die SMAW auspacken können und einfach mal einen Schuss abfeuern können, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft. So, wie sieht's denn aus auf unserem wunderbaren Killstreak? Ach, ich werde nachher noch einen kleinen Film angucken, Leute, auf meinem neuen Laptop, Avatar. Und ich bin wirklich, wirklich sehr zufrieden mit meinem Windows 8 Programm und hätte das nicht gedacht, dass es so leicht wäre mit einer Elgato. Und wenn du jetzt zuschauen möchtest und vielleicht auch ein Live-Commentary machen möchtest, dann ist das überhaupt kein Problem. Das Einzige, was du brauchst, ist so ein kleines schwarzes Kästchen, die Elgato, ein bisschen was anschließen und dann war's das schon. Vielleicht noch ein Headset haben, um was zu sprechen, damit man was hört vielleicht. Und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Das ist ja kein Problem, Digga. So. Boah, ey, ich hab schon wieder Kills gerissen, ey. Das ist so geil, ey. Boah, jetzt habe ich wieder so eine schwule Sprünge. Boah, das wollte ich gar nicht. So. Da vorne ist sie. Boah, ey. Hey, Digga, erschreck mich nicht so. Hey, wir haben gerade noch C eingenommen. Wunderschön und wunderprächtig. Da haben wir ja aber für die Hunter-Killer-Drohne freigeschaltet. Und jetzt muss die Hunter-Killer-Drohne nur noch ihr Ziel finden. Die schwirrt nämlich so lange rum, bis ein Gegner getötet ist. Und das kann natürlich ein bisschen dauern. Und wenn der Gegner erstmal lokalisiert ist, dann wird der Gegner abgeknallt. Aber richtig, Leute, richtig hart und fettig. Das gibt's gar nicht hier. Schöner Kill mit der MTAR. Das ist auch eine Leistung, mal mit so einer Waffe einen Kill zu machen. Die meisten nehmen ja immer Sniper. Ich bin eigentlich nicht der Sniper-Bro sozusagen. Ich finde die Sniper nicht schlecht, aber ich mag die Sniper einfach nicht. Ist ein bisschen schwierig, mit der Sniper zu schießen. Und jetzt, Leute, jetzt haben wir den Blitzschlag. Den setzen wir ganz schnell ein, aber auch taktisch ein. Hier müssen wir nämlich verschiedene Punkte einnehmen. Man kann nämlich an drei Punkten. Und die meisten machen den Fehler, sie setzen den Blitzschlag immer an einem Punkt. Das bringt gar nichts. Ihr müsst den Blitzschlag an drei verschiedenen Punkten platzieren, damit ihr die höchste Effizienz habt. Nur wenn ganz viele Feinde auf einem Punkt sind, könnt ihr ganz viele ja, Markierungen setzen und dann halt eben den Blitzschlag setzen. Dann ist es ja kein Problem. Aber so ist es besser, wenn ihr einfach alles verteilt. Dann habt ihr eine größere Streuung. Ist ja wie eine Schrotpistole dann. So, jetzt haben wir hier so viel über den Blitzschlag geredet. Jetzt gehen wir mal hoch. Gucken wir mal, was wir da finden. Es tut mir leid, dass mein Headset ein bisschen leise ist, ich weiß, aber ich muss das alles noch erst einstellen und hoffe, dass es natürlich keine Probleme bereitet und ja. So, also wir haben jetzt schon ein paar Kills gerissen, wir sind fast ganz oben an der Liste und Mann, oh Mann, ich muss jetzt gleich noch ein Live-Commentary starten, um 20 Uhr habe ich gesagt, wer rein will, ich glaube nicht daran, dass noch Leute da mitmachen wollen. Mal gucken, wer alles dabei sein, sonst starte ich das Ding halt einfach alleine. Wobei, der Effect Brothers Skrillex P wollte eigentlich noch mit mir so ein Abo-Talk machen, weiß aber noch nicht, wann er das machen wollte. Wahrscheinlich erst nächste Woche. Müssen wir einfach mal schauen, Leute. Ich sage ciao, wir sehen uns dann im nächsten Video. Leider verloren, macht gar nichts. Dafür können wir uns die letzte Killcam angucken von Royan666 vom SWE-Clan. Und ja, ich sag, haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom.